Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mainland ML. Server, also das ML steht wahrscheinlich für Mainland, aber Weihnachtsland. So, jetzt können wir uns mal die Texte durchlesen. German English Survival Server Discord bla bla bla. Our motto, survive, craft and build. This is a survival server. The server is kept, was? The server is kept in medieval style. But with cars, trains and more. Also quasi, es gibt nur mittelalterliche Sachen, außer alles andere, so in dem Motto so. You always keep your bones, so this is easy. So, warum ist das denn Survival-Server? Survival ist doch Survival ohne Survival-Aspekt. Ich weiß nicht. Ich meine, beim Survival-Server geht es ja darum zu überleben. Und wenn man keine Nachteile davon hat, dass man nicht überlebt, warum ist das denn ein Überlebens-Server? Das ist so wie, wenn ich sage, das ist ein Trinksimulator, wo du nicht verdursten kannst. Weißt du, wie ich meine? Oder wenn man sagt, keine Ahnung, ja, I don't know, also, ist auch der Grund, weswegen ich bei meinen Servern generell dagegen bin, irgendwie diese, also, ja, die Sachen zu behalten, da habe ich auch viele drum gebeten, aber nö, weil meine Server sind nämlich Survival-Server im klassischen Sinne, so wie ich es definiere. Und dementsprechend meldet man halt nicht seine Sachen. Join us now! Here are middle strong monsters. Ja, middle. Ja, der mich einfach direkt mal weggesnackt hat. Gut, ich meine, ich habe auch keine Rüstung, muss man dazu sagen. Vielleicht kann es auch daran liegen. I don't know. The server is working on a good Debian power. Website. Blablabla. Hosted in Germany. Have fun. Database PostgreSQL SQL. Another server of the server. Was? Another server of the servers called. Achso. Ja, okay. Ah, okay. Hätten wir das auch geklärt? Initialisierung. Und schon direkt damit. So, wir gehen jetzt mal hinten hin zu den Bäumen und gucken mal, ob wir da ein bisschen Holz abschlagen können. Solange wie es noch Tag ist, hell ist. Oh, was ist das denn für Riesen? Alter, was ist das denn für Riesenbäume? Also jetzt hätte ich doch gerne diese Woodcutting-Mod. Weil die Bäume hier per Hand abzuschlagen, ja, viel Spaß dabei. Alter, sind das Monsterbäume. Wir gehen mal hier hin, der steht so ein bisschen einzeln. Und versuchen mal die Scheiße aus dem rauszuprügeln. Am besten versuche ich mir mal hier so ein bisschen hochzubauen. Normalerweise macht das bei so einem 2x2 Stamm mehr Sinn. Ich glaube nicht, dass wir uns hier, dass wir hier glücklich, dass das hier was wird. Das ist doch Kacke. Scheiß die Wand an. Fühlt gerade ein bisschen so wie Robin Hood. Nur ohne Hood. So, einmal hier rauf. Und dann da. Ja, das ist natürlich. Und einmal reingefallen. Haha. Bin da voll drauf reingefallen. Gut, der mittlere Stamm muss mal weg hier. Oder können wir mit dir was anfangen? Nee, nicht wirklich. Halt, der muss actually so, genau. Und dann immer drei Blöcke wegschlagen. So kann man sich normalerweise gut nach oben bauen. Wie gesagt, beim Baumstamm, der 2x2 ist, geht es natürlich noch besser. Weil hier hast du halt in der Mitte immer ein Loch. Dadurch kannst du relativ schnell abwärts gehen. Ist schon wieder dunkel. That's not good. Mal gucken, ob uns hier im Baum Baummonster begegnen. Was ist das überhaupt für Zeug? Fichtenzapfen. Ich dachte, das ist irgendeine Frucht oder so. Nee, Fichtenzapfen. Fichtenstamm. Ah, das ist ja. Wir haben bei so auch nichts dabei, um Licht zu machen, ne? Fackeln und so haben wir auch noch nicht. Das ist natürlich. Ah, Backeis ist wieder beigetreten. Ja, mit seinen verbackten Augen sieht er hier eh nichts. So.
Nee, weil den Trick hier mit diesen immer Dreierspirale bauen hier, hab ich ja von meinem Server vor allen Dingen. Wo ja diese großen Mammutbäume da sind, hier diese Dschungelbäume, also hier vom Minecraft-Server. Da ist ja auch diese großen Dschungelbäume. Und die sind ja auch 2x2 hoch. Und da baue ich mich genau mit dieser Technik immer hoch. Nur, dass es da halt kein Mittelfeld gibt, wo man immer lang springen muss. Weswegen das doch wesentlich sicherer ist als das hier. Weil hier kannst du halt in der Mitte einfach durchfallen und dann bist du tot. Dann war's das. Make day, yes, no. Yes! Okay, da oben ist bereits die Spitze vom Baum. So, bin mal gespannt, wie verzweigt die ganzen Äste sind. Ob wir jetzt hier wirklich einfach alles abgebaut bekommen oder ob es doch noch. Oh. Okay, tschüss, mein Lachs ist kaputt. Wo ist unser Haus? Oh, guck mal, hier ist. Sakura. Da brauchen wir was. Wobei eigentlich reicht es ja, wenn ich hier die Blätter mitnehme, ne? Ich brauche bloß ein paar Saplings. Und ohne Axt Sachen abbauen ist mir einfach gerade ein bisschen zu langwierig. Ja, da müssen wir mal gucken, warum bei uns nichts wächst. Also, ich weiß schon, warum da nichts wächst, für diesen komischen Boden. Nur müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie Dirt hinsetzen oder irgendwie so. I don't know. Dann müssen wir aber erstmal hier ein paar Bissen Dirt mitnehmen. Denn ich glaube, so viel Dirt haben wir gar nicht mehr. Und selbst wenn doch, Dirt kann nicht schaden. Oh. Da war gerade ein Lag-Spike. So. Und noch ein paar Zappies mitgenommen. Er sieht uns nicht. Man soll von Fremden keine Geschenke annehmen. Ach, guck mal, das sind sogar solche kleinen Dinger. Wow! Nice. Erstmal schon nice falsch geschrieben. Schon wieder. Das Mikrofon. Yay! What the fuck is going on? Wow, nein, wir kriegen natürlich auch super viel Schaden. Okay. Ha! So schnell habe ich noch nie einen Berg. Also, wir müssen natürlich auch aufpassen, um auch hier auch springen. Wow. Auf einmal kann ich die gesamte Welt bereisen. Wo ist eigentlich unser Haus? Da hinten. Hier ist dieses komische hässliche Ding und da hinten muss also unser Haus sein. Problem ist nur, wir kommen hier nie wieder lebend runter. Wobei, wenn ich nochmal laufe, müsste ich ja eigentlich einigermaßen. Ja. Normal laufen ist jetzt schon sprinten. Genau deswegen nehme ich nämlich bloß noch. Ein halbes Leben. Achso, wir können eine Banane essen. Ah, hat das nicht so viel gebracht? Hä? Wo war unser Haus? Ja, hier wächst gar nichts. Kannst halt original vergessen. Gut, dann erstmal hier. Wow. Ein paar Äpfel reinschieben. Ja, da. Sehr geil. So.
Dann schauen wir mal. Das muss nach da. Das muss nach da. Da, habe ich gesagt. Und jetzt einfach mal ein bisschen hier was reinstopfen. So. Gut. Und dann nehmen wir mal gucken. Können wir das Ding wegnehmen? Ne, können wir natürlich nicht. Schade. Ach, sehr live. Wird das nicht schön aussehen? Ups. Aber können wir später wieder zurück machen. So. Und dann hoffe ich mal, dass da drauf die ganzen Sachen wachsen müssten ja eigentlich. Da. Hey. Sowas wie Bone Meal haben wir ja noch nicht. Tada. So, wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich? Vor allen Dingen, was für Holz haben wir jetzt eigentlich? Wir haben das Holz hier, Fichtenholz. Was genau kann man daraus machen? Ja, let's go. Sieht nicht sehr geil aus, aber passt so zu dem restlichen Design hier von dem Biom. Sieht nämlich sehr abstrakt aus. Und wie wir alle wissen, ist abstrakt modern. Ah, wieder getroffen. Nice. Da bin ich ja direkt stolz auf mich. Hey. So, machen wir hier unten noch ein bisschen raus. Können wir später irgendwie so ein Fenster reinklatschen oder so? I don't know. Und die beiden Wände machen wir einfach durchgängig. So für Privatsphäre und so. Hey. So. Das heißt, wir müssen uns auf die Suche nach Sand machen. Wir hier unten ist ja alles nur Treibsand. Wir brauchen ja richtigen Sand. Wow, I'm so fast. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh, das ist auch nicht gut. So, Sand. Wo ist der Sand? Oh ja, ich brauche Sand. Gibt mir Sand. Oh, ich sterbe ja gleich. Ein anderes Sand. Oder ist es wieder Treibsand? Ne, ist normaler Sand. Let's go. Oh, ich hab kaputt. Schnell. So, wo geht's mal zu? Alter, die ist ja überall diese World-Edit-Dinger. Leute, für sowas gibt's Fix-Light. Fix-Light. Macht ihr einfach das hier. Fix-Light. Hier 100. Und schon wird der gesamte Bereich in den 100 Blöcken vom Licht her neu berechnet. Und da sind solche Sachen hier weg. Das sieht jetzt mal sowas von abstrakt aus. So, unser Haus war jetzt eigentlich da hinten irgendwo, ne? Nein, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Doch, da hinten, doch, ein bisschen genau. Hier in die Richtung waren wir am Anfang aufgebrochen und dann sind wir eigentlich, genau, hier ist das Alien-Biom. Und wir sind dann in die Richtung weitergelaufen. Das heißt, hier müsste gleich unser Bereich kommen. Oh. Ja, gut. Ich bin gerade irgendwie ganz schön schnell am Sterben. Gell?
So, in die Richtung ist eigentlich unser Biom ungefähr sein. Achso, siehst du, wir brauchen ja bloß diese, nach dieser gelben Decke Ausschau halten, ne? Wo diese gelbe Decke ist. Die war doch irgendwo nahe des Spawns. Wow. Ja, moin. What the fuck? Interessant. Hä? Wo ist denn diese gelbe Decke? Wo ist denn die, wenn man die mal braucht? Warum ist hier schon wieder so dunkel? Ui, oh je, was machst du denn? Warte, komm gleich an. Okay. Was ich hier mache, ich versuche mein Haus. Ach, da, das ist die gelbe Decke. Yay. Ja, das war ja. Ach, scheiße, jemand an. Volle Fahrt voraus. Doink. So, müssen wir in der irgendwo da sein, ne? Hallo? Ach da. So, und hier wächst immer noch nichts. Sehr geil. Clown F ist im Spiel beigetreten. Admin and Owner Clown F. Also ein schon langer Name. Ich nenne ihn jetzt einfach AOC. Ah, ist die neue Abkürzung. AOC. Yo, AOC. What up? AOC. Hi, AOC. Was? Stop using. Oh. Weil ich drei Großbuchstaben benutzt habe? Aber Abkürzung schreibt man nun mal groß. Hi. Schon wieder dunkel. So, wir da erstmal alles rein. Erstmal alles rein. So, wir brauchen erstmal was zum wobei, nee, so weißen haben wir gerade. Da. Was haben wir gerade überhaupt gemacht? Wo war ich gerade überhaupt? Was ist geschehen? Was ist passiert? Achso, genau, Glas. Wir wollten Glas machen. Das heißt, ich brauche dich und ich brauche ein bisschen Kohle. Kohle haben wir gar keine, ne? Verdammte Scheiße. Egal, wir haben zum Glück Blätter. Vielleicht können wir sogar das hier, das Zeug verbrennen. Wäre ganz witzig. Wenn da so ein grüner Feuerball entstehen würde. I don't know. So. Ein Ofen, der ist schön. Oh, kann man nicht. Schade eigentlich. So. We need some glass. Wie viel eigentlich? Eins, zwei, drei, vier. Alter, man läuft so schnell mit den Dingern. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Sieben oder sechs? Sechs. Okay, also 12. Ah, ich glaube, das reicht nicht aus. Wir müssen mal lieber hier. Ja, Action for the Party, boy. Burn, Baba. Thanks. So. Oder könnten wir uns actually auch mal Gedanken machen, hier ein bisschen Licht, ne? Erstmal Tür. Tür ist auch sehr wichtig. So, da brauchen wir mal ein bisschen Holz. Ich nehme aber mal normales Holz, weil dann haben wir auch eine normale Tür. Hoffe ich mal so. Brapp und brapp. Dankeschön. So, die Tür machen wir mal. So. Sehr geil. Gut, dann fehlt ja bloß noch Licht. Und für Licht brauchen wir Kohle. Irgendeine Art von Kohle. Kann man irgendwie Holz verbrennen? Ja, sieht so aus. Achso, siehst du, wir können ja auch unser, was machen wir denn hier? Wenn noch hier haufenweise, hier fahren wir drauf, massig. Dankeschön, Dankeschön. So, das heißt, wir können jetzt mit dem Zeug, können wir jetzt hier ein paar Fackeln machen. So.
Zum Beispiel da und dann hier mein Fenster so. Ja gut, hier gibt es natürlich keine Mitte, also mache ich einfach zwei hin. Da so und so ungefähr. So, haben wir ein bisschen hell. Müssen wir jetzt nur gucken, wie wir jetzt ein Dach bauen aus den Sachen, die wir haben. Wow, Alter. Yay! Okay, soll ich vielleicht nicht machen, sonst habe ich hier gleich wieder. Dankeschön. So, wow, Alter. Wir haben ja hier massig von dem Holz. Das heißt, ich mach aus dem Holz mal kurz einen Dachstuhl. Ungefähr sollte ich eigentlich die Dinger hier wieder wegmachen, ne? Macht ja keinen Sinn hier, verschiedene Holze zu haben. Ja. Ich brauche am besten mal eine neue, hier eine Axt und so. Axt, wo ist denn? Da. So, badadab. Badab, bab, bab. Let's go. Hey, verdammt. Ich wünschte mal, die Bäume würden ein bisschen wachsen hier. Achso, die Fackel. Ah, sie imitiert Licht. So. Steinaxt schon wieder fast tot. Sehr geil. So, jetzt kann man nämlich hier schönes Dachstuhl drauf zimmern. Ungefähr. Das funktioniert echt gut. Boah, Alter. So. Ich glaube, was, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Das scheint mir doch ein bisschen zu wenig. Achso, siehst du, eigentlich könnte ich den ja auch. Oh gut, ich mache mal erstmal hier. Naja, wir brauchen definitiv mehr Holz. So, du kommst. So und so. Ja, das sieht gut aus. Hey. So. Weg mit dir. Man kann doch nicht selbst bauen. Oder mein Test hat wieder Probleme damit, die Größe zu berechnen. So, kann jetzt der Typ eigentlich das Haus kaputt machen? Hallo? Oh, ich komme nicht mehr hoch. Muss ich erstmal hinten hochgehen. Doink. Und? Ah, kriegst du mich nicht. Nein, 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 nein. I'm better than you. So. Na, war ja klar. So. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns ja mal ein bisschen Eisen, dass wir mal unsere Kiste abschließen können. Ne? Das wäre ganz praktisch. Gucken, ob wir da irgendwie eine schöne Höhle finden und dann geht's ab. Bis dann.